Also. Ich würde jetzt auch viel lieber knutschend auf der Couch liegen oder was weiß ich was. Aber ich bin extra für euch hier. Wen habe ich in der Leitung? Hallo, Frau Hoti. Hier ist Anne. Anne, ich grüße dich. Jetzt habe ich dich leider nicht auf dem Ohr und verstehe dich nicht richtig. Jetzt haben sie mich abgezogen und dich haben sie jetzt wo? Jetzt habe ich dich. Ja? Ich grüße dich, Liebes. Was kann ich für dich tun? Tahuti, ich habe dein Buch gelesen und habe festgestellt, dass du es auch mit Quersummen gerne hast. Mhm. Und bei mir ist es so, die Quersumme, also meine Quersumme, sowohl Alter als auch Geburtsdatum, stimmt überein mit der Quersumme meines Sohnes. Auch im Alter und im Geburtsdatum. Meines fünften Sohnes. Vorsicht. Vorsichtfalle. Ist das eine Falle? Vorsichtfalle. Bei meinem Mann. Ich arbeite nicht mit Quersummen. Ich arbeite nach der Numerologie, der Kabbala. Und bei dieser die Berechnungen, die ich mache, funktionieren anders. Ich hatte jetzt gedacht, dass. Ich arbeite nach einem ganz anderen Prinzip. Wenn ich numerologisch rechne, brauche ich einen Taschenrechner und da arbeite ich nach einer ganz alten kabbalistischen Rechenphilosophie, die damit beginnt, dass sie zum Beispiel eine Quersumme von einer Summe abzieht, durch 9 teilt und eine Egozahl mit dazu zählt. Und dann kommt immer ein anderes Ergebnis raus. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte in deinem Buch das ist, das kannst du gar nicht vergleichen, was da steht. Ach so. Erstens mal hat diese Zahl, nichts mit mir selber zu tun. Es ist einfach eine Zahl, die für mich eine Bedeutung gespielt hat. Ja. Verstehst du? Mhm. Aber wirklich eine numerologische Berechnung funktioniert ganz anders. Ach so. Ja, es ist so, ich hatte mit meinem jüngsten Sohn dieses Spiel schon ziemlich früh betrieben und auch ihm gesagt, wir sind immer gleich alt. Und dann war das mit dem Geburtstag halt auch, dass das die gleiche... Weißt du, was du damit eigentlich machst? Ja. Du überträgst alles, was du lebst, auf deinen Sohn. Das heißt, du lebst in der ständigen Projektion. Bitte? Das ist ja auch nicht richtig. Davon rede ich ja gerade. Ja, ich weiß, was. Wenn man so etwas macht, muss es fundiert gemacht werden. Und dann kommt immer etwas anderes raus. Dazu kommt, dass die eigentliche Numerologie, die 22 Arkana im Tarot sind. So, ja, da ist die 22 ist zum Beispiel nicht die Quersumme 4, sondern die 0. Ah, ja. Ja. Das wusste ich noch nicht von Numerologie und von dem Ganzen auch. Das ist das. Das ist mein Spiel. Nochmal, also was, mach bitte nicht den Fehler, dass du in der ständigen Projektion lebst, in der Gegenübertragung. Mhm. Jeder Mensch hat ein eigenes Individuum. Ja, das bezog sich jetzt nur auf die Zahlen. Ansonsten. Nein, das kannst du so nicht sehen. Da geht es um eine ganze Geschichte. Ja, und da geht es eigentlich um die Transformation, die ich durchlaufen habe. Und nicht um mehr und nicht um weniger. Oh. Mhm. Weil es geht ja hier um die 13, um die Transformation. Ja. Eben. Ja. Es geht ja um einen Stirb- und Werteprozess. Dein Buch hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich es nochmal lesen muss. Aber da waren sehr viele Sachen drin, die mir etwas gegeben haben. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Es ist halt eine Biografie, die eben einfach auch in viele Bereiche passt, ja? Aber wichtig ist, dass du immer von vorne anfängst und komplett durchgehst. Und du wirst es immer in einer anderen Perspektive sehen. Ja, das habe ich getan und mir hat besonders also versuch, gefallen, wo es um aber Trauer geht. Aber Vorsicht um die Projektion, ja? Ja. Mhm. Das habe ich verstanden. Das ist das Thema. Ich drücke dich und ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke. Ich danke dir. Auch. Tschüss. Tschüss. Ja, also Numerologie. Nach Tahuti. Vorsicht, Falle. Da habe ich so mein eigenes System.
wie ich es einbinde in meine Deutungen. Und versucht bitte nicht, wenn ihr irgendein Ergebnis da habt, es auf einen anderen zu projizieren, weil er glaubt, das Ergebnis ist identisch. Nichts ist identisch. Ich deute auch eine Karte immer anders.